Arabidopsis thaliana, die Ackerschmalwand, ist der Modellorganismus in der Botanik und gehört zur Familie der Kreuzblütler, den Brassicaceen. Als angehende Biologen sollten Sie diese Pflanze auf jeden Fall im Gelände erkennen können. Auch wenn Sie sich bis jetzt noch nicht näher mit der Bestimmung von Pflanzen beschäftigt haben, werden Ihnen die folgenden Brassicaceen bekannt sein. Der gelbblühende Raps, Brassica napus. Der Blumenkohl, mit seinen fleischigen, in einem Kopf zusammenstehenden Blüten, Brassica oleracea. Der Kohlrabi, wobei als Gemüse die verdickte oberirdische Sprossachse, die Sprossknolle, gegessen wird, ebenfalls Brassica oleracea. Das Radieschen, Raphanus sativus. Beim Rotkohl ist der essbare Kohlkopf die eigentliche Knospe der Pflanze. Wenn Sie Kreuzblütler bestimmen möchten, müssen Sie sich zunächst die Blütenstruktur näher anschauen. Hervorstechend ist die Vierzähligkeit der Kelch- und Kronblätter, die alleine bereits viele andere einheimische Familien ausschließen. Haben Sie eine Lupe dabei, können Sie die 6 Staubgefäße sehen, die eigentlich nach der Alternanzregel aus 2 versetzten Wirteln mit 6 vorhandenen und 2 reduzierten Staubgefäßen bestehen. Einfach zu merken ist ebenfalls, dass auch der Fruchtknoten aus 4 Kapellen aufgebaut ist, der durch eine Scheidewand halbiert wird. Es handelt sich streng morphologisch um eine Kapsel, aber in einigen Bestimmungsbüchern wird die Frucht der Brassicaceen als Schote bezeichnet. In der näheren Bestimmung wird dann in Schote und Schötchen unterschieden, wobei die Schote mindestens 3-mal so lang sein muss wie breit. Im Gelände erkennen Sie zur Fruchtreife einen Rahmen, der pergamentartig gefüllt ist. Dies ist ein klarer Hinweis auf Ihre Familie. Ihnen sollten folgende Wildkräuter dieser Familie bekannt sein. Cardamine pratensis, das Wiesenschaumkraut. Es ist gut zu erkennen durch seine weiß- bis rosafarbenen Blüten in einem endständigen, traubigen Blütenstand und den filigranen Federblättern. Capsella bosa pastoris, das gewöhnliche Hirtentäschel, ist leicht zu erkennen durch die herzförmigen Schötchen. Und Aliaria petiolata, die Knoblauchsrauke. Sie ist gut zu erkennen durch die großen, hellgrünen, gezahnten Blätter, die weißen Blüten in einem endständigen, traubigen Blütenstand und die langen, schmalen Schoten in der Fruchtreife. Wollen Sie eine Brassicacee erkennen? Achten Sie also darauf, dass die Pflanze eine vierzählige Blüte und 6 Staubgefäße hat. Die lateral liegenden 2 sind kleiner als die 4 im zentralen Wirtel. Deshalb nehmen Sie eine Lupe, um genauer zu schauen. Jedoch sollte Ihnen der reduzierte Wirtel auch ohne Sicht klar werden, da nach der Alternanzregel die einfach zu sehenden Kronblätter nicht in gleicher Position wie die 4 Staubgefäße stehen dürften, wäre da nicht ein weiterer Wirtel dazwischen.